Herzlich willkommen zu dieser Videoreihe zu Word 2016 und da möchte ich dir grundlegende Kenntnisse zeigen, damit du in einfacher Art und Weise dann eine vorwissenschaftliche Arbeit, eine VWA, Diplomarbeit oder Seminararbeit schreiben kannst. Und im 33. Video geht es jetzt darum, einen mehrzeiligen Text studieren zu können. Und dieser mehrzeiligen Text, da kannst du dich vielleicht aus dem vorigen Video noch erinnern, habe ich hier die Wörter Birne, Apfel und Karotte hineingeschrieben und die möchte ich jetzt sortieren. Ich markiere sie dazu. Du siehst es. Und dann gehe ich auf die Registerkarte Start und dann ist hier dieses Symbol, das wir hier verwenden können, A bis Z, das ist Sortieren. Ich klicke jetzt hier drauf und es geht hier dieses Fenster auf und da kann ich mich dann entscheiden, ob diese Absätze, das sind hier einzelne Absätze hier, ob ich sie aufsteigend oder absteigend sortiere. Wenn ich sie aufsteigend sortiere zum Beispiel, ist hier Apfel, Birne und Karotte. Ich gehe nochmal herein, kann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte das Ganze absteigend machen. Und wie du erahnen kannst, kann ich das natürlich jetzt dann hier nicht nur mit einem Text machen, sondern könnte es auch mit einer Zahl zum Beispiel machen. Das heißt, wenn ich Zahlen untereinander schreibe, kann ich die ebenfalls dann dementsprechend dann sortieren mit Hilfe dieses Symbols. Ich hoffe, dir geholfen zu haben. Danke für die Aufmerksamkeit.